Ready. Play. Hallo. Welche Mechanismen hast du, um über Jetlag möglichst schnell wegzukommen? Gibt es irgendwelche Geheimnisse, die du speziell machst? Oder was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also im Allgemeinen, ich meine, es kommt immer darauf an, wie der Jetlag ist. Der ist jetzt wirklich nicht einfach, weil wir auch natürlich am Samstag sehr spät gespielt haben und erst um 3 Uhr im Bett waren. Also das ist dann nach hier schon 8 Uhr morgens. Aber gut, ich glaube, mein Match wird wahrscheinlich abends angesetzt sein. Das hilft natürlich ein bisschen, weil dann muss man den Rhythmus gar nicht so verändern. Also ich versuche trotzdem, gestern Gott sei Dank konnte ich um 10:30 einschlafen, aber selbst wenn ich jetzt um 12 oder um 1 erst einschlafe, dann wäre es jetzt nicht so schlimm. Welchen Eindruck hast du vom Platz? Schneller, langsamer, andere Umstände oder ist alles so wie immer? Also gut, ich habe ja nur letztes Jahr auf dem Platz gespielt. Also jetzt fand ich eigentlich relativ ähnlich zu letztem Jahr. Ist natürlich angenehmer für uns nach São Paulo, weil dort war der Platz ein bisschen uneben und ein paar schlechte Bounces gab es auch. Aber deswegen ist es eigentlich hier recht angenehm wieder zu spielen und ich habe mich auch direkt wohl gefühlt auf dem Platz. Hallo, die Zeit zwischen den Matches und dem Flug war ja, glaube ich, sehr, sehr knapp. Wie schnell musstet ihr denn sprinten? Wie lief das alles ab? Ja, also ich meine, als Laura gewonnen hat, haben wir 2-3 Bilder auf dem Platz gemacht, haben uns bei allen bedankt und sind eigentlich dann in die Umkleide. Laura war kurz duschen, wir haben uns alle umgezogen, haben die Taschen zusammengepackt und sind dann im Bus und zum Flughafen gefahren. Also wir hatten nicht wirklich Zeit, ja, da noch zu feiern oder irgendwas zu machen. Also wir sind wirklich vom Platz eigentlich runter, haben die Taschen zusammengepackt und sind an den Flughafen gefahren, um den Flug eben dann an dem Abend noch zu bekommen. Und stimmt das, dass nicht alle mitgekommen sind? Oder wer? Nee, es sind nur wir drei geflogen. Also nur Angie, Laura und ich. Und der Rest ist eben einen Tag später dann um 18 Uhr, glaube ich, losgeflogen. Okay, noch eine Frage zu Brasilien. Du hast, glaube ich, nur ein einziges Spiel am ersten Tag. Wie fiel da die Entscheidung? Hat der Rainer Schütter das so entschieden, weil es besser vom Matchup passte? Oder was steckte dahinter? Dass ich am ersten Tag gespielt habe? Oder wie? Nee, am zweiten nicht. Ah, okay. Ja, also ich meine, wir wollten es so ein bisschen machen wie letztes Jahr. Da habe ich ja auch nicht gegen die Haddad-Meier gespielt und da meine Bilanz gegen Haddad nicht so gut war, haben wir gedacht, dass es vielleicht besser ist, dass Annalena gegen sie spielt. Das war auch abgesprochen mit Rainer, also es war überhaupt nicht, wir waren relativ offen. Ich meine, am ersten Tag war es klar, wie wir auf den Platz gehen und ich meine, wir haben 2-0 geführt und dann natürlich besprochen, was die bessere Möglichkeit ist und das war im Team zusammen haben wir das gemacht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu der frühen Einzelnen in Brasilien. Sind Sie denn mit Ihrer Familie diesmal hier? Wenn Sie sagen, Sie sind bis zu dritt im Flugzeug? Nee, meine Family war nicht dabei. Ich war alleine. Sind die jetzt hier auch nicht? Doch, Charlotte ist hier. Charlotte ist hier. Mein Mann ist natürlich auch gestern, war schon früher da. Meine andere Tochter, die kommt morgen, die ist noch bei der Oma in Straßburg. Also kommen alle. Meine Mama kommt heute auch noch. Also alle kommen, so langsam. Die Angie Kerber war ja auch mit und gibt jetzt hier ihr Deutschland-Comeback nach ihrer Babypause. Woran merkt man ihr noch die Pause an, wenn man mit ihr trainiert? Ich denke mal, ist sehr klar, als ich am Anfang zurückgekommen bin, das dauert auf alle Fälle ein bisschen, bis man da wieder reinkommt und man muss auch ein paar Matches spielen, um dann wieder sich richtig gut auf dem Platz zu fühlen. Ich denke, dass sie eigentlich gut trainiert, dass sie ist ready. Also ich meine, sie war beim United Cup, hatte sie auch einige Matches, um da wieder reinzukommen. Dass ich denke, sowas hilft dann immer, weil egal ob man gewinnt oder verliert, man spielt am nächsten Tag wieder und dann kommt man da so in so einen Kreislauf rein, wo man einfach die Matches hat. Und ich glaube, das hat ihr auch sehr geholfen. Und dann in Indian Wells hat sie ja auch gut gespielt. Also ich glaube, dass sie vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sie wirklich schnell wieder zurückkommen kann und dass sie ready ist. Hallo.
Habt ihr euch als Mamas ausgetauscht, wie das so ist, auf der Tour unterwegs zu sein? Hat sie dich gefragt? Du hast ein bisschen mehr Erfahrung in der Hinsicht. Ja, also allgemein glaube ich, dass Angie keine Hilfe in der Hinsicht braucht. Natürlich haben wir beim United Cup schon drüber gesprochen und ich meine, wir hatten ja auch alle, Charlotte, Sissi und Liana waren da dabei, deswegen da waren wir ein riesen Team und das war wirklich super. Da hat jeder mit jedem trainiert, gespielt, da waren die Kids alle zusammen, das hilft natürlich und da haben wir auch drüber gesprochen, aber ich glaube im Großen und Ganzen kommt sie eigentlich ganz gut zurecht und fühlt sich in ihrer Mama-Rolle wirklich wohl. Ich hätte noch eine Frage zum DTB, da ist ja die Nachfolge von Barbara Rittner ist ja noch offen. Inwiefern seid ihr da als Spielerinnen irgendwie eingebunden? Werdet ihr gefragt, was der oder die Nachfolgerin mitbringen muss und oder was müsste denn der Nachfolger alles können? Ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist die Entscheidung vom DTB. Da werden wir jetzt nicht gefragt, wer diese Position besetzen soll. Das ist einzig und allein der DTB, der das entscheidet. If you enjoyed this video, make sure you hit that like button. Don't forget to subscribe and click that notification bell so you don't miss out on all things tennis.